guten Tag, meine Damen und Herren, zu unserer Sendung Menschensohn an zu Hause. Hier ist eine Bombenstimmung im Studio, denn wir haben heute einen besonderen Exoten hier. Es ist nämlich ein Löwenmensch. Eigentlich schwer zu vermitteln, wie wir alle wissen. Aber er ist so ein lieber Kerl, meine Damen und Herren. Wer da kein Herz erweichen hat und ihn nicht aufnimmt in die Familie oder irgendwo anders hin, der ist für mich ein Arsch. Also, ich begrüße gleich meine Löwenmenschen. Guten Tag, ich bin der Besitzer. Ich sag guten Tag, er kann nicht sprechen. Er kann wohl ein paar Laute von sich kriegen. Zum Beispiel so krähen, so ein bisschen. Aber er ist sonst ganz lieber Kerl. Er tut keinem was zu leide. Und auch Frauen. Und so geht er ganz normal mit um. Und er ist, wie man auch sehen kann, ganz anhänglich. Und ich könnte weinen, dass wir ihn jetzt hier loswerden wollen. So sieht das dann aus, aber es ist nicht so. Wir können ihn nicht mehr halten. Wir haben nur noch 200 Quadratmeter. Und meine Frau hat auch gesagt, gib den nicht ab, aber er ist ja unser Sohn. Tag! Erst einmal guten Abend hier im Fernsehen auch. Schon sehr spät, ich bin ein bisschen müde, aber naja. Ich bin so froh, dass ihr alle da seid. Du und du und du und super Stimmung auch hier. Und ich habe meinen Sergi Gleitmann mitgebracht, den Löwenmenschen, wo ich der Besitzer von bin, habt ihr ja eben gesehen. Und wir wollen versuchen, dass er über diesen Weg, über Fernsehen auch, neues Zuhause kriegt. Ich kann nicht mehr halten. Wir haben, wie gesagt, nur noch 200.000 Quadratmeter. So, ja, es kann losgehen. Und ich wünsche erst einmal allen einen guten Abend. Hallöchen. Und da kommt er auch schon. Meine lieben Freundinnen und Freunde, liebe Fernsehgucker, Reinhold Beckmann! Reinhold, komm! Hallo! Hallo Helge! Hallo Reinhold! Herzlich willkommen zur sechsten Alternative des guten Geschmacks. Ich fand diese Introduktion überhaupt nicht gut, Helge. Das ist ein Fall für Amnesty International oder für den WWF-Club von Peter Ustinov. Deshalb bitte ich dich gleich da drüben Platz zu nehmen in deiner Interview-Ecke. Ja, ich gehe ab. Gut. Uns ist was ganz Seltsames passiert nach der letzten Sendung. Wir haben Fanpost gekriegt. Und es gab sehr viel Fanpost für Helge natürlich. Nicht die üblichen drei Briefe, sondern normalerweise so zwei Autogrammwünsche für Helge und ein Drohbrief für mich. Diesmal von Flensburg bis Reit im Winkel mehr als 400 Zuschriften. Alles bösartige Kritiken, einige auch liebevoll. Und dank der Offshow-Telefonkarte. Helge, was ist? Was? Ich war im Moment eingeschlafen, tut mir leid. Siege. Nicht Schäfchen zählt er, sucht er Schlaf. Freundin Hand begleitet. Erinnerung Patricia. Patricia, das schöne Schaf, macht ihn den Bock noch immer scharf. Entschärft er, findet ihn. Der Schlaf. Sei doch nicht so kleinlich, Liebe ist nicht peinlich, wer dich trotzdem ruht, so liegt es am Verbot. Mach's uns nicht so schwer, sonst bleibt das Leben leer. Komm, lass uns wieder wühlen in kitzligen Gefühlen. Irgendwann
irgendwo entzündet sich bei uns das Stroh. Kavalier alter Schule, vitaler, jung gebliebener 60er, gut aussehend. Er sucht zwei Landkarten. Hübsche Aussiedlerin, 32 Jahre ersehnt, Geborgenheit und Glück. Welchem Mann darf ich meine ganze Liebe schenken? Ruf an, ich komm zu dir. Ich möchte mich verlieben in einen jungen Mann, der es ehrlich mit mir meint. Kein Abenteuer. Ich heiße Heike. Ursula, 61 Jahre, schlanke Witwe, fährt gern mit ihrem Auto spazieren. Tanja, 20 Jahre, scharfe Kurven, erwartet den Mann in privater Umgebung. Diese Zeitungsanzeigen wären nicht nötig, wenn es in der Welt mehr Herzenswärme gäbe. Mach's uns nicht so schwer, sonst bleibt das Leben leer. Komm, lass uns wieder ruhen in kitzligen Gefühlen. Irgendwann und irgendwo entzündet sich bei uns das Stroh. Sur geht unter die Haut, unter die Haut, unter die Haut. Die wahre Rasur geht unter die Haut, unter die Haut, unter die Haut. Die wahre Rasur geht unter die Haut. Wahre Rasur ging Haut.
Hallo. Test, Ton, kein Ton hier. Dankeschön. Super, ne? Super. Der Riesenapplaus. Erst das Video und jetzt live. Das ist super. Wirklich spitze. So kann man sehen, dass man nicht immer Synthesizer spielen muss, sondern auch mit richtigen Instrumenten kann man schön die Leute zum Rasen bringen. Und den Applaus hat er auch verdient. Andreas Thaler. Ein Riesenapplaus. Super. Können wir eine Zugabe machen? Geht das? Können wir auch, ja. Ja, ich finde das klasse. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich finde das toll, wenn ihr eine Zugabe gemacht habt. Mir hat das unheimlich gut gefallen. Mit den Instrumenten. Wurzelschnitzen. Ja, was? Brauchen wir das Wurzelschnitzen noch mehr, oder? Wurzelschnitzen. Jo. Ja, Freili. Freili. Eine Frage noch. Das Instrument. Kann man das auch hier kaufen? Kann man hier nicht kaufen? Bei Ihnen herum nicht, ne? Nee, da muss man schon zu euch fahren. Ja. Aus welchem Land kommt ihr? Aus den neuen Bayern jetzt. Also. Ach, Bayern. Ich bin gern auch in Bayern immer gewesen. Aber das Instrument kannte ich noch gar nicht. Ich kannte wohl die Hose und die Schuhe. Aber das Instrument, ich finde das wirklich klasse. Das ist ganz schwer, glaube ich auch. Und ich möchte gerne auch Unterricht bekommen. Geht das? Bei mir persönlich? Ja. Ja, geht schon. Ja, und kommst du mir runter, dann machen wir das. Da muss ich immer nach Bayern fahren. Ja, ist doch kein Problem. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das mit der Zugabe klar geht. Die Sendezeit ist ja immer so begrenzt im Fernsehen. Machen wir es nachher, ne? Ja, nachher, fände ich auch gut. Nachher nochmal hier. Andreas Thaler und die Traunwalchner Gosselschnurzen. Wir müssen doch im Grunde genommen mit den Wölfen heulen und ihn dabei in den Hintern beißen. Und ich habe schon was vorbereitet für nächste Woche. Ei. Ach du Scheiße! Aha. Jetzt lassen Sie mich doch bitte erst einmal laut riefen. Bille, try, try, try auf den Telefon. Bille, try, try, try und du hast mich schon. Come on, baby, light my fire, try to set the night in fire. Sehen Sie, wenn man so wie ich mit lauter Bombern auf einem Zimmer liegt, hat man ja als Nichtbomber gar keine Chance. Schickt uns Kritiken, kreativ, zotig, also ihr könnt uns fertig machen, aber sie müssen gut sein. Die Besten werden prämiert und dann gibt's also die Offshow-Telefonkarte. Ausschnitte aus der letzten Offshow. Und was haben wir alles für nette Kritiken bekommen? Alles nur für diese kleine Telefonkarte. Die Offshow-Telefonkarte, total vergriffen im Moment. Und jetzt greifen wir mal tief hinein. Wo bleiben die Frauen in der Offshow? Recht hat er, Conny Curtis aus Düsseldorf. Helge, du als verantwortlicher Redakteur dieser Sendung, könntest du eigentlich was dazu sagen zu dieser Kritik? Ja, das wusste ich, dass du das auf mich abwälzt, das Problem, Reinhold. Ich muss dazu sagen, wir haben viel ausprobiert, auch, aber es war sehr laut immer mit den Stöckelschuhen. Und ich bin sehr sensibel und ich könnte jetzt auch schon weinen, weil du auch so Schuhe anhast, die so laut sind. Meine Mantaletten. Ah ja, das soll jetzt wohl auch so auch schon Manta-Witz sein. Ja. Was unterscheidet dich vom Manta? Die äußere Form. Nächste Kritik für dich. An. Soll ich das vorlesen hier? Mhm. Das Beste an dieser Sendung waren die Telefonkarten. Kritik, ach so, Kritik. Begründung, chaotisch, Ablauf, kein Konzept, viel bla bla. Soll ich jetzt das Gelbe, ne, lese ich jetzt hier. Auch wenn es hier als zynische Glosse erscheinen sollte, ist jetzt der Golfkrieg kein Witzthema. Vielleicht später. Aber das wird die Zeit erst zeigen, denn wo viele Leute ihr Leben lassen müssen, weil Politiker versagen, hört das Lachen auf. Da werden Sie mir doch zustimmen, das kann man auch nicht mit Ihrem kritischen WDR-Journalismus begründen. Der ebenfalls Michael Klese aus Bielefeld. Man wusste aber in der Sendung nicht, was ernst und lustig gemeint ja, war. Ja, das so hieß, das ist doch gut. Und dass man Jürgen heißt, von der Lippe nachtrauert.
Das betrifft tot? Dich. beim Thema Golfkrieg setzt meine Kritik an dieses Ereignis gehört nicht in eine Unterhaltungssendung. Dann schreibt Horst Jenglers aus Ransbach-Baumbach, welcher Hirnverbrannter hat denn diesen Graham Bonnie vom Friedhof geholt? Na, hör mal. Horst Jenglers aus Ransbach-Baumbach hat dazu noch ein Präsent geschickt. Natürlich für Helge ein Klappkamm für dich. Oh, danke. So, blättern wir weiter. Nächste Kritik. Nächste Kritik kommt aus Bielefeld. Vielleicht wäre es ratsam, den etwas wortkargen Akkordeon spielenden Co-Moderator durch eine betont feminine Erscheinung zu ersetzen. Ja, bin ich doch. Helge? Bin ich. Ja. Ich bin feminin. Dann unser jüngster Zuschauer, vielleicht für die Kamera, Günni, für dich hier. Kannst du ihn... Oh. Es ist Martin, eines der vielen unehelichen Kinder mit Telefonkarte von Helge Schneider. Vielleicht ein kurzer Ausschnitt vorgetragen von dir. Ist das dann? Mein Name ist Martin und ich bin seit vergangener Woche auf der Welt. Ein Jahr alt. Ich kann doch noch gar nicht sprechen. Also, das ist mir jetzt zu lang. Weil wir wollen ja auch nach Hause, oder? So, ein wunderbares Stück kommt hier. Die Adresse ist doch Uwe Bartsch aus Wilhelmshaven. Auch da haben wir Zuschauer, haben wir Fans. Und zwar, wir haben ihm eigentlich... Zu weit! Aber weiß ich, dass Helge schon oft im Pumpwerk dort aufgetreten ist. Also... Diese Offshow-Karte zu sehen. Leicht angebissen. Dazu der Brief, Günni, nochmal. Der Hund war dabei. Also wir haben schon mal wirklich alles Beste gemacht. Die Offshow-Karte nach Bielefeld, nach Wilhelmshaven geschickt. Und okay, Herr Bartsch, wir haben keine. Sie kriegen die private. Ja, und dann halten Sie Ihren Hund nächstes Mal fest, wenn der Postbote kommt. Ja. Und jetzt, liebe Zuschauer, garantiert knittelversfrei, noch einmal Rolf Persch. Für den Fall, Eingemachtes ist der Soldat, steht bereit in Reih und Glied. Da heraus fällt er auch. So, ich habe hier noch einen Zettel bekommen, wie immer kurz vor Schluss. Da gilt es noch was nachzutragen, und zwar von der letzten Sendung. Der Film des Monats in der letzten Sendung war von Andreas Fischer, die Kirchenbank des Grauens. Sie erinnern sich sicherlich, er tourt zurzeit mit seinem Programm Im Schatten der Gigantin durch die Bundesrepublik. Und hier werden jetzt gleich unten, glaube ich, die Daten angezeigt. Ja, nächste Offshow am 22. Juni. Und wie immer zum Schluss den Rauschmeißer Helge Schneider und der Löwenmensch. Serge Gleitmann, der Löwenmensch. Ein Riesenapplaus für Serge Gleitmann, der Löwenmensch. Gleitmann heißt der Löwenmensch, jedermann weiß, dass er nicht beißt. Komm, sing dein Lied. Ja, ja, singt er nicht schön und hat er das Herz nicht auf dem rechten Fleck. Komm, sing noch mal. Wenn er auch die Melodie vereiert und den Text geheimnisvoll verschleiert. Komm, sing noch mal, du Löwentier, sing dein Lied und sing es hier. Komm, sing dein Lied. Ja, wunderbar, instrumental.
normal! Jetzt, jetzt! Nochmal! Moment! Noch einmal! Noch einmal! Serge Gleitmann, Putten on the Ritz. So, tschüss, tschüss, jetzt ist die Offshow zu Ende. Tschüss.